geht, Leute, bei DC Backup statt hier auf meinem Kanal, Freunde. Und ja, bevor ich mich jetzt gleich zeige, wollte ich einfach nochmal ein Dankeschön aussprechen. Wir haben jetzt 2000 Abonnenten auf YouTube, so eine heftige Zahl. Und ja, bei den 1K hat es schon lange gedauert, aber bei den 2K auch. Und trotzdem, dieser Weg, der so lange war, hat sich gelohnt zu arbeiten. Glaubt, jeder, der dran bleibt, ja, wird es irgendwann schaffen und es. Es ist zwar anstrengend, aber wenn man viel Zeit und viel Kraft investiert, schafft man das auch. Und damit wollte ich mich einfach auch nochmal bedanken an Johnny, Marvin, an meine Mods, die jetzt noch Mods sind. Oder was heißt noch oder immer noch sind und damals die alten Mods. Wollte ich einfach mal ein fettes Dankeschön sagen. Geht auch nochmal einen Kuss aufs Auge. Und ja, ich wollte mich einfach mal bedanken. Bevor ich mich jetzt gleich zeige, wollte ich einfach nochmal das ansprechen. Beziehungsweise wollte ich das auch noch ansprechen, wie ich, dass es jetzt besser ist, zu den 2K Facecam zu machen. Weil ja, ihr jetzt seht, jetzt habe ich es ja mit der Wohnung geschafft und ich dachte mir, ja, wenn es jetzt 1,6 oder 1,7 ist, dann kann ich jetzt auch noch warten zu 2K, das ist dann wahrscheinlich besser. Und ja, da wollen wir ja gar nicht lange schnacken, wollen uns ja ein bisschen unterhalten, auch mit der Facecam. Dann würde ich sagen, Facecam an, bam, und was geht, Leute? Hier seht ihr mich, was geht ab? Und ja, wie Johnny schon gesagt hat, das ist mega ungewohnt, in diese Kamera da oben zu gucken. Normalerweise ist ja hier mein Gaming-Bildschirm, hier mein Nachrichten-Chat und hier OBS und Nachrichten-Chat. Das heißt, es ist wirklich ungewohnt, in die Kamera zu gucken, in diese Linse. Aber ich werde mich dran gewöhnen und ich wollte einfach wirklich nochmal Danke sagen. Es sind wirklich 2000 Leute, mich feiern oder beziehungsweise wegen des Abos sorgen. Ich sage jetzt aber mal wegen mir und ich finde es einfach mega geil, dass ihr mich unterstützt und einfach mal ein heftiges Dankeschön nochmal raus. Und ja, im Hintergrund seht ihr jetzt hier diesen Donut. Das ist jetzt wirklich ungewohnt hier und da zu zeigen, weil die Kamera ein bisschen so spiegelverkehrt ist, glaube ich. Aber es ist jetzt auch egal. Ich wollte mich einfach nochmal bedanken und ich freue mich auf die nächste Zeit. Jetzt kommen die nächsten Livestreams mit Facecam. Ich habe ja jetzt die Elgato, was auch richtig heftig ist. Ich bin mega zufrieden und es läuft gerade alles gut zur Zeit. Wir haben auch übelst viele Abonnenten plus gemacht. Ich glaube, fast 400 Abonnenten plus gemacht. Das ist so krank in letzter Zeit. Und ich sag euch, jeder, der Werbung macht, Jungs, es lohnt sich nicht. Versucht euch selbstständig was aufzubauen. Glaubt mir, bleibt dran da. Es werdet ihr schaffen. Es ist zwar eine lange Zeit, viel Kraft, viel Strom, viel Geld. Aber es lohnt sich, wenn ihr dran bleibt. Glaubt mir, Jungs. Ich wollte es einfach nur mal sagen, weil es echt viele Leute gibt, die Werbung machen und sagen, ja, ohne Werbung kommt man ja nicht weiter. Das stimmt nicht. Ihr müsst einfach nur dranbleiben und ihr müsst einfach positiv rüberkommen. Und wie die Leute sagen, ich bin zwar sympathisch, aber die Leute wissen ja noch nicht, wie ich aussehe. Das können jetzt auch sagen, hey, du siehst nicht gut aus. Ist mir aber scheißegal, die Leute finden mich sympathisch und ich glaube nicht, dass wegen meinem Aussehen jetzt irgendwas verändert. Ich freue mich einfach nur, dass die Kamera an ist. Jetzt lohnt es sich auch zu zocken. Sorry, dass ich diese Handbewegung mache. Das ist einfach ungewohnt. Ich weiß noch nicht, wie ich sitzen soll oder generell dieses... Ich weiß es einfach nicht. Wie gesagt, bei der Kamera ist es jetzt so, wenn wir jetzt zocken und normalerweise lässt man ja ein Gameplay mit Musik hinterlaufen. Und dann denken sich die Leute, ja, Unterhaltung und Musik und so, ja, ist okay. Aber mit Facecam macht dieses Spiel noch viel ansehnlicher, würde ich sagen. Wenn ich da mal so einen One-Shot, also jemanden kille und den Mund aufmache, dann ist es auch nochmal viel lustiger. Oder irgendwas anderes, das sieht einfach nochmal viel anders aus mit Facecam. Weil manche Gameplays kann man jetzt einfach ohne Musik laufen lassen und einfach die Facecam. Weil die Facecam sorgt sowas quasi wie die Musik. Wisst ihr, wie ich meine? Und ja, wie gesagt, ich will jetzt auch nicht lange weiter schnacken. Am Mittwoch kommt das erste Facecam-Stream. Ja, und da ist ja auch... glaube ich, Fortnite-Geburtstag vielleicht, die Leute, die es noch nicht wissen. Wie gesagt, da werde ich auf jeden Fall streamen mit Facecam. Seid auf jeden Fall am Start, würde mich freuen. Und ich wollte mich einfach nochmal bedanken, wirklich an die Leute, die mich bis hierhin begleitet haben und noch weiter begleiten werden. Jetzt geht's Round 2,5 und ich freue mich auf jeden Fall. Und dann würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Schreibt euch im Chat oder in die Kommentare, was euch am besten gefallen hat. Ich denke mal vermutlich den Donut hier. Aber das, denke ich mal, passt schon. Und dann würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, Jungs.